News und Talks für Gebildete. Ja, Fridays for Future ist eben genauso wie hier auf diesem Bild sozusagen auch kreationistisch drauf. Also ignoriert die zweiten Scientists for Future 2 mit ihrer evolutionsbiologischen Analyse der sozialen Marktwirtschaft und damit mit ihrem gesamten Lösungsmodell für alle Probleme, für alle Klimaprobleme. Kohlestopp 2026 wird jetzt allerdings sehr sportlich, weil Fridays for Future ja schon 8 Monate verschenkt hat jetzt an Zeit und 900 Milliarden fürs Klima innerhalb von 7 Jahren. Ja, das kann natürlich problemlos funktionieren. Ja, also Fridays for Future macht also alle Fehler dieser Welt, die man machen kann. Ja, was machen sie mit Siemens? Sie demonstrieren gegen Siemens. Siemens sagt jetzt, dass sie sich auch überlegen werden, ob sie den Auftrag in Australien eventuell ablehnen werden. Ja, das heißt also sozusagen genauso wie es unsinnig ist, dass Fridays for Future seine Forderungen nach einem besseren Wirtschaftssystem genau an die knallharten Kapitalismusfans richtet, die dieser Forderung niemals nachkommen werden können. Sondern es geht nur über den Weg, dass die Fridays for Future, die zweiten Scientists for Future 2, in die Medien mitnehmen, in den Medien Freunde gewinnen für das Konzept der Beendigung des Kapitalismus und dort sozusagen die Professoren der zweiten Scientists for Future 2 die Journalisten überzeugen und dann die Zuschauer überzeugen. In einer Studie gab es 56% Wählerstimmen für die Beendigung des Kapitalismus. Auf die sanfte Weise der zweiten Scientists for Future 2 natürlich. Und kommen wir jetzt also, nur so kann es gehen, dass man überhaupt den Kapitalismus beendet, aber eine Forderung zu richten an die absoluten Kapitalismusfans bringt gar nichts. Ne? Also Fridays for Future macht leider alles verkehrt, was man nur verkehrt machen kann. Ja, bei Siemens, was machen Sie da verkehrt? Das Gleiche wie bei den Rüstungskonzernen. Wir können natürlich hingehen und sagen, wir fordern jetzt, also hier, wir fordern Siemens oder irgendeinen Rüstungskonzern auf, darüber nachzudenken, ob sie diesen Auftrag annehmen wollen, sozusagen, und damit im Kohlebereich mithelfen wollen. Jetzt überlegt Siemens und vielleicht erkennt man, ja, also das ist schädlich, was wir da diesen Auftrag anzunehmen, wenn wir da mithelfen, das wäre schädlich. Dann unterlassen die diesen Auftrag, weil sie dann in dem Moment Wahrheitsmemträger werden und dann werden sie automatisch im Rahmen dieser hochgefährlichen sozialen Marktwirtschaft werden sie geschäftsgeschädigt, weil sie dadurch, dass sie die Wahrheit sehen, machen sie dieses Geschäft nicht. Und was wird passieren? Ein anderer Konzern auf der Erde, der vehement Irrtumsmemträger ist, sozusagen, und sagt, nein, ich glaube daran, dass das eine gute Sache ist mit diesen Kohlegeschichten da unten in Australien. Und der macht dann das Geschäft. Das heißt, in Deutschland bei Siemens gehen Arbeitsplätze verloren, sozusagen, und Steuerzahlungen von Siemens und so weiter gehen verloren. Deutschland wird geschwächt. Deutschland wird volkswirtschaftlich geschädigt und geschwächt. Es entstehen Arbeitslose in Deutschland sozusagen und ein anderer Staat lacht sich kaputt und dessen Konzern sozusagen trägt den Irrtum und die kriegen Vollbeschäftigung, können neue Leute einstellen. Die Arbeitslosigkeit in dem anderen Land wird geringer und die Irrtumsmemträger, also das haben die Fridays for Future noch nicht begriffen, dass die Irrtumsmemträger im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft beziehungsweise des Kapitalismus immer gewinnen.
Deswegen müssen wir ja die soziale Marktwirtschaft beenden. Und es gibt keine Lösung ohne die Beendigung der sozialen Marktwirtschaft, weil sonst die Irrtumsmemträger, die also sagen, ja, ach nein, Waffen verkaufen ist eine gute Geschichte, Kohlebau zu unterstützen ist eine gute Geschichte. Diese Irrtumsmemträger, die machen das Geschäft. Denn, da jetzt muss ich mal gucken, wo ist es hier wahrscheinlich, ne? Ist es hier? Ja, hier ist es. Moment, habe ich gleich. Denn in der sozialen Marktwirtschaft, im Kapitalismus, entscheidet doch nicht dein Wohlbefinden als Mensch oder das Wohlbefinden anderer Menschen und der Gesundheitszustand anderer Menschen oder der Tod anderer Menschen, entscheidet doch in der sozialen Marktwirtschaft niemals über die Gewinne, die die Firmen erzielen. Die Firmen erzielen doch ihre Gewinne genau dann, sozusagen, jetzt fahre ich das mal hier rüber, damit das hier stimmt, in der sozialen Marktwirtschaft erzielen doch immer die Firmen Gewinne, die sagen, alles, was wir an Geschäften machen, schadet nicht den Menschen. Also wer diesen Irrtum im Kopf hat, der macht das große Geschäft in der sozialen Marktwirtschaft. Und der geht dann faktisch über Leichen, denkt aber, das würde den Menschen nicht schaden und es wäre eine gute Geschichte. Ja, und das insofern ist immer... Wer den Irrtum hat, dass seine Geschäfte der Menschheit nicht schaden würden, der macht im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft immer das große Geschäft, so sicher wie das Amen in der Kirche sozusagen. Und wenn Siemens jetzt die Wahrheit erkennt und erkennt, dass diese Sache mit der Kohle da schädlich ist und sie unterlassen das Geschäft, dann nähert sich Siemens der Pleite und damit dem wirtschaftlichen Aussterben, weil es ein Geschäft unterlässt, während seine Konkurrenz das Geschäft macht und dadurch mehr Werbegelder bezahlen kann und in Zukunft Siemens auskonkurrieren wird bei anderen Gelegenheiten und Siemens wird dann immer mehr Arbeitsplätze abbauen müssen und wird am Ende pleite gehen. Das ist das Resultat. Also Fridays for Future macht einfach alles verkehrt, was man nur verkehrt machen kann. Kooperiert mit den zweiten Scientists for Future, das ist die einzige Chance, dass ihr wirklich was Gutes macht. Im Moment richtet ihr nur Schaden an, sozusagen. Ja. Und wie gesagt, noch einmal deutlich, erst wenn die zweiten Scientists for Future das System einführen oder die soziale Marktwirtschaft beenden, indem meine Wohlfühlnote und meine Gesundheitsdaten und die Tatsache, ob ich sterbe oder nicht, über alle Gewinne aller Firmen entscheidet, dann erst hört der Schaden auf und hört die Erdzerstörung auf und hört alles auf, denn dann werden die Firmen versuchen, mir ein Paradies zu schaffen, in dem ich mich wohlfühle, in dem ich gesund leben kann, in einer gesunden, sauberen Umwelt leben kann, ohne Überhitzungsbelastung und ähnliche Dinge und so weiter. Und das werden dann die Firmen von sich aus tun, wenn alle Gewinne in Form einer guten, idealen Form der Planwirtschaft abhängig gemacht werden von meiner Wohlfühlnote und meinen Gesundheitsdaten und genauso von allen anderen 80 Millionen Bürgern in Deutschland und deren Wohlfühlnoten und Gesundheitsdaten, wobei wahrscheinlich höchstens die kleinen Kinder ausgeschlossen werden von der Abgabe dieser der Wohlfühlnote, weil die das vielleicht noch nicht überblicken können. Ja, muss man gucken, ab welchem Alter man dann die Wohlfühlnote einführt. Ja, also Fridays for Future, hört auf, Kreationisten zu sein, hört auf, hier wie diese Kreationisten, widmet euch endlich der Evolutionsbiologie und am besten studiert ihr das bei den zweiten Scientists for Future 2, den besten circa 20 Professoren dieser Erde,
Und lernt dort evolutionsbiologisch zu fühlen und zu denken. Und deswegen dann nehmt die zweiten Scientists for Future 2 mit in die Medien und dann werdet ihr gewinnen. Sonst werdet ihr nur verlieren. Tschüssi.